Wer mit einem kleinen Geländewagen auf Reisen gehen will, für den ist ein Anhänger vielleicht gar keine schlechte Option. Und ich glaube, es ist an der richtigen Zeit, das mal auszuprobieren mit unserem kleinen Mitsubishi. Aber ich konnte mich nicht einfach entscheiden, also habe ich nicht nur den Bruno mitgebracht, sondern auch den Sideway von Maturi. Und die beiden müssen jetzt im Gelände mal zeigen, wer hier wirklich das Sagen hat. Zwei Testtage inklusive Übernachtung stehen an, um genau das herauszufinden. Auf der einen Seite der Sideway vom polnischen Hersteller Maturi, auf der anderen der Bruno von Kuku, einem Fahrzeugbauer aus Deutschland. Bevor wir die beiden Trailer mal so richtig durchs Gelände zerren, werfen wir einen Blick auf die Unterkonstruktion, denn die ist völlig unterschiedlich. Schauen wir jetzt mal unter den Bruno und sein Fahrgestell an. Hier vorne ist eine auflaufgebremste Knottanlage, ausgelegt bis 1,3 Tonnen. Der Trailer selbst hat ja nur 750 Kilogramm, ist also ordentlich Reserve und gerade bei Bergabfahrten ist ein gebremster Anhänger ja nicht zu verachten. Was man aber gut sieht hier, das ist alles sehr tief angeordnet, also für schwere Geländeeinsätze schwierig, das könnte hier eng werden. Was mir aber gut gefällt, das ist das ziemlich robuste Rad, was ich auch sehr hoch wegkurbeln kann. Das ist einfach in der Bedienung, also hier auf jeden Fall 10 Punkte. Der Rahmen selbst vom Anhänger, der ist durchgängig feuerverzinkt und hier sieht man dann auch die Siebdruckplatte. Die ist ja die Bodenkonstruktion von dem Anhängeraufbau an sich. Das ist ja alles aus Holz. Die Achse selbst hier, die liefert auch wieder Knott zu. Die hat Trommelbremsen, einfache Stoßdämpfer, also ein ganz simples System. Ist jetzt nicht darauf ausgelegt, im Gelände wirklich gut zu funktionieren, aber mit den großen Reifen haben wir auf jeden Fall eine Menge Bodenfreiheit. Was mir nicht so gut gefällt, das sind hier die Konsolen, die Stützen halten. Also ich finde es super, dass hier Stützen dran sind. Zum einen kann man den Trailer dann besser abstellen. Zum zweiten kann ich die auch benutzen, um mal ein Rad wechseln zu können. Sind also ausreichend stabil. Aber die Konsole hängt eben sehr tief. Wäre besser, wenn man die weiter oben anbringt. Da wird man sicherlich im Gelände mal aufsetzen oder das touchieren. Abreißen wird man sie nicht. Die sind nämlich sehr robust. Und dann haben wir hinten am Heck nochmal eine zweite Anhängerkupplung. Wofür ist die da? Ich kann zum Beispiel hier nochmal einen Fahrradträger oder einfach einen Gepäckträger dranhängen. Das finde ich super gelöst und ist ein schönes Detail. Und während die 235/75 R15er Reifen hier von der Rampe rollen, macht sich der Rivale vom östlichen Nachbarn bereit. Und das mit demselben Zugfahrzeug. Verrückt. Der Sideway bringt übrigens leer 710 Kilo auf die Waage. Das Gesamtgewicht sind 750 Kilo. Bei Maturi ist alles custom-made, könnte man sagen, selbst gebaut. Es gibt eine verstellbare, in der Länge verstellbare Deichsel. Ungebremst ist der ganze Anhänger. Das Bugrad wird hier gekippt, hat hier so einen Drehmechanismus. Damit ist es im Gelände auch ausreichend weit weg. Es gibt einen Bock hier unten. Der Rahmen, der ist lackiert und relativ einfach gestrickt. Was komplizierter wird, ist tatsächlich hier hinten die Einzelradaufhängung. Aber bevor ich da bin, fällt mir natürlich auf, dass diese Lampe hier ganz schön exponiert hängt. Die hätte man sicherlich woanders platzieren können. Die ist im Gelände sicherlich ganz schnell weg. Und dass dieser Hänger ins Gelände gehen soll, das sieht man wohl ganz eindeutig hier an dieser Einzelradaufhängung mit Schraubenfeder und Stoßdämpfer. Der Stoßdämpfer hat in meinen Augen einen sehr unglücklichen Winkel. Werden wir gleich im Gelände sehen, wie er sich bewährt. Aber mit der Einzelradaufhängung wird der Hänger an sich ein bisschen weicher fahren und wahrscheinlich länger die Räder auf dem Boden behalten, wohingegen Bruno vermutlich eher das Hüpfen beginnen wird. Ganz am Heck, da sind wir uns wieder ganz ähnlich zum Bruno. Gibt es eine Aufnahme für einen Zurpunkt oder für eine Anhängerkupplung, dass man hier auch wieder einen Fahrradträger dran machen kann und sogar noch zwei Zurpunkte. Die sind allerdings relativ scharfkantig. Und damit muss unser Pajero Pinin jetzt mal ran. Er fühlt sich in so einem verworfenen Terrain pudelwohl. Ob man das von den Trailern auch behaupten kann? Ich habe jetzt gerade hinten den Bruno am Haken. Und während ich mich sehr freue, dass ich gut an ihm vorbeischauen kann, weil er eben sehr schmal ist mit seinen 1,40 Meter Innenbreite,
habe ich trotzdem ständig so ein schabendes Geräusch hinter mir, denn der Bügel, der da unten drunter ist, unter der Auflaufbremse, der ist gerade so bei ausgewaschenen Spuren total nervig, denn ich hänge schon tief und da fräst er im Prinzip wie so ein Pflug durch. Das müsste man abbauen. Ansonsten fährt er sich echt angenehm ruhig. Ich hätte gedacht, dass die Achse da ein bisschen bockiger ist, aber nein, kann ich nicht bestätigen. Es ist wirklich sehr angenehm zu fahren. Und das Beste ist, ich kann auch gut rangieren mit diesem Hänger, weil er so lang läuft. Ich jetzt zum Beispiel hier merke, ich bin in der Sackgasse. Dann kann ich den sehr kontrolliert zurücksetzen. Habe auch genug Platz mit der langen Deichsel, dass ich eng einschlagen kann. Und dann kann ich hier wieder weiterfahren. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um die Kanten vorne vom Trailer. Da habe ich jetzt immer im Hinterkopf, es ist Sperrholz darunter, was nur mit Glasfaser abgedeckt ist. Was ist, wenn da mal richtig so ein Ast gegenschlägt, gerade so in Waldpassagen? Da wünschte ich mir vorne, wie beim Maturi, im Prinzip ein Aluprofil, wo man es gegenhauen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass es splittert. Hingegen die Radkästen, die sind jetzt hier auch aus Alu, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Lampe ist auch gut geschützt, die kann nicht abgerissen werden. Also da bin ich auf jeden Fall sorgenfrei. Was man mit Bruno dennoch auf Dauer nicht machen sollte, mit höherer Geschwindigkeit über Pisten zu donnern. Dafür ist die Standardachse nicht ausgelegt, der Hänger fängt an zu springen und zu bocken. Das typische Verhalten von leichten Anhängern mit dieser einfachen Achse. Kann das die Konkurrenz besser? Mit dem Sideway von Maturi hinten an der Hängerkupplung fährt es sich spürbar anders im Vergleich zum Bruno. Zum einen muss ich mir weniger Gedanken machen, weil er einfach mit seinen Kanten vorne mehr Anfahrschutz bietet. Aber auch das Fahrverhalten ist ein bisschen ruhiger. Und dadurch, dass die Deichsel kürzer ist und ich sie noch kürzer einstellen könnte, sie ist jetzt in der längsten Position, kann ich noch besser mit ihm rangieren. Also er ist wendiger und ich würde sagen, der Punkt im Gelände geht auf jeden Fall an den Sideway. Eine Sache, wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ob ich das gut finde, das sind die Seitenkästen. Da haben wir einmal die Außenküche und noch einen zweiten Staukasten auf der anderen Seite. Die sind quer zur Fahrtrichtung. Das schlägt also auch gerade in Wäldern ordentlich was gegen. Die werden also nicht lange schön aussehen. Da bin ich nicht so überzeugt von. Und natürlich, ich sehe da links unten die Lampe, auf die muss ich immer ganz genau Acht geben. Ich glaube, im schlimmsten Fall ist die heute am Ende des Tages schon abrasiert. Nee, da ist dieses Mal alles gut gegangen. Übrigens, bei beiden Modellen lässt sich die Bereifung auf Felgentyp und Felgengröße vom Zugfahrzeug anpassen. Bei den hier montierten Reifen gibt es Bodenfreiheit satt. Und noch etwas fällt positiv auf. Mal ein Wort zum Kraftbedarf von den Anhängern. Wir haben ja nun wirklich ein betagtes Auto hier mit seinen 100 Benziner PS aus 1,8 Litern. Aber die tun sich überhaupt nicht schwer mit den Hängern hier. Das ist wirklich eine Freude. Ja, der Verbrauch geht hoch. Normalerweise braucht unser Pinin 8,5 bis 9 Liter. Jetzt sind wir bei 12. Also klar, wir haben spürbaren Mehrverbrauch. Aber ich finde das durchaus attraktiv, um an einen Jimny oder an einen Samurai oder an einen kurzen Defender so einen Anhänger dran zu hängen. Habe ich immer noch ein sehr kompaktes Auto, mit dem ich natürlich auch super gut rangieren kann, wie in diesen Stellen zum Beispiel. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich jetzt, wo eigentlich der Bruno schon knarzt, weil er vorne seine Strebe hat, da fährt dieser Hänger sauber durch. Das andere kann ich natürlich abschrauben, aber diese Anhänger, die spielen halt gerne mit diesem Offroad-Charme, den sie dann häufig gar nicht liefern können. Das ist gerade bei Teardrop-Trailern sehr populär, da muss man echt genau hingucken. Gilt nicht für den Sideway hier von Maturi, aber viele andere Offroad-Anhänger, die können eigentlich nicht mehr bieten als den Reifen, der schick aussieht.
die Maße der beiden Kandidaten. Der Sideway ist mit 4,20 Meter Länge der kompaktere. Dafür ist er mit 2,10 ganze 12 cm höher als Bruno. Der wiederum ist mit 1,98 8 cm breiter als der Hänger von Maturi. Und damit geht ein erster langer Testtag zu Ende. Zeit, das Camp aufzubauen und die Vorzüge oder auch die Nachteile der beiden Trailer mal im Stillstand zu betrachten. Ja, so schön kompakt die Anhänger im Gelände sind, wie wir das ja heute schon gesehen haben, so nervig sind sie dann auch tatsächlich am Stellplatz. Denn weder im Maturi noch im Bruno ist Platz für eine Kühlbox. Ich muss also wirklich alles im Auto lassen. Das heißt, so klein darf das Auto dann doch wieder nicht sein. Denn hier im Innenraum, da ist tatsächlich am Ende nur noch Platz zum Schlafen. Ich kann zwar bei Regenwetter drin sitzen, das finde ich super. Gerade der Bruno ist sehr komfortabel und bietet sehr viel Platz hier drin. Aber mit Stauraum ist dann eben auch Essig. Also Kühlbox, Gepäck, all das findet hier drin eigentlich gar keinen Platz. Das muss alles im Auto bleiben. Auch eine Stromversorgung gibt es nicht. Hat keiner von den beiden. Ich kann das zwar optional bestellen, dann ist das einfach eine tragbare Kiste. Aber es gibt keine festen Installationen. Und da wird das natürlich mit dem Preisgefüge dann auch schon ein bisschen schwierig. Denn 20.000 Euro einfach nur für ein Bett, das ist schon schwierig. Was aber natürlich im Sommer ganz fantastisch ist, das ist diese Idee der Außenküche. Das haben wir schon, die Teardrop-Trailer. Da ist das ja direkt auf der Rückseite verbaut. Bei diesen beiden Hängern haben wir das seitlich. Was ein bisschen schade ist, im Standardumfang sind das einfach leere Kisten. Ich habe zwar hier eine tolle Schublade und das sieht auch alles sehr dekorativ aus hier mit den Becherhaltern. Kostet nur alles extra. Grundsätzlich, Funktionalität stimmt aber. Hier ist Platz für einen zweiflammigen Kocher, hier ist Platz für die Kartuschen, hier ist die Spüle, das ist einfach eine PVC-Spüle. Also das ist alles durchaus funktional, ist auch gut gemacht. Ich kann das alles unterteilen und dann hier auch abdecken und verschwinden lassen. Und bis auf die magnetgesicherten Gewürzdosen, der Pfeffer hat sich hier schon im Fahrzeug verewigt, ist das auch alles ausreichend pistentauglich. Das mit der leeren Küche, das ist beim Sideway nicht anders. Was ich aber an dieser Küche überhaupt nicht verstehe, ich räume nochmal eben das Abendessen beiseite, das ist die Tatsache, dass ich hier Müllmann spiele, wenn es losgeht. Ich kippe diese Küche nämlich in die Senkrechte, was natürlich heißt, alles, was ich tagsüber schön sortiert habe, vielleicht auch meine Fächer gebaut habe, denn dieser Alukasten ist groß und leer, das kippt plötzlich alles auf die Seite. Meine Ölflasche, mein Pfefferstreuer. Das ist also großes Chaos nachher im Gelände. Ich glaube, das ist eine Riesensauerei. Und da würde ich dann doch lieber die Küche im Heck vorziehen, wie es eben bei den Teardrops üblich ist. Aber das funktioniert hier nicht, denn das ist einfach nur Stauraum. Dann müsste man diese ganzen Regale wegbauen. Also hier funktioniert was noch nicht so ganz. Da gefällt mir der Bruno auf jeden Fall 10-mal besser. Unterschiedliche Philosophien gibt es auch bei Türen und Fenster. Während dieses fette Portal sehr robust gebaut ist beim Sideway, eben durch den Metallrahmen. Das hört man auch schon beim Geräusch, wenn ich ihn mal zuwerfe. Das klingt schon richtig nach Tür. Hat man sich da bei der Fensterseite für Kunststofffenster entschieden von Dometic. Die sind ein bisschen wärmedämmt. Ich meine, das ist immer auch so eine zweischneidige Sache. Wenn ich schon keine Dämmung in der Wand habe, kommt es vielleicht beim Fenster auch nicht drauf an. In jedem Fall sind die Dometic-Fenster ein bisschen kratzerempfindlich und sie tragen auf. Wohingegen beim Bruno Scheiben aus Echtglas zum Einsatz kommen. Die bieten natürlich gar keine Wärmedämmung mehr. Dafür sind sie richtig groß. Ich habe zu drei Seiten fette Fenster. Das bringt viel Licht rein. Und damit ist es auch gemütlich, wenn es mal regnet und ich drin sitze. Wie die beiden nun von innen aussehen, das gucken wir uns am nächsten Tag bei Tageslicht und nach einer Übernachtung an. Wenn einmal das Brennholz ausgeht, die beiden Trailer bestehen aus Holz. Sperrholz, um genau zu sein, Birke Multiplex, um ganz genau zu sein. Es gibt keine Dämmung in den Trailern, die bestehen also nur aus Holz, sind beide dann lackiert, während der Bruno an den Ecken mit Epoxidharz und Glasgewebe abgedeckt ist, hat der Sideway von Maturi Alu-Einfassungen. Schicker finde ich das, aber im Gelände ist sicherlich die Alu-Einfassung das robustere. Die Wahl zwischen stilvoll und robust, je nach eigenem Anspruch und dem gedachten Einsatz. Na dann, gute Nacht. Ja, guten Morgen. Also, die Nacht in Bruno war sehr erholsam,
Allerdings habe ich beim Einschlafen auch nicht daran gedacht, dass ich auf den über 400 Euro teuren, extra teuren Polstern schlafen werde. Man sieht sofort, es ist super viel Platz. Ich kann jetzt auch mal schnell hier Fenster aufmachen zum Lüften. Ich kann gut querlüften. Aber um die ganze Funktionalität zu zeigen, räume ich mal eben vom Nachtmodus auf den Tagmodus um. Dafür lege ich einmal die zwei Matratzen unten hin, die zwei kurzen oben drüber. Und schon bin ich fertig. Dann sitze ich immer noch auf dem Boden. Das ist eben dieser Lifestyle in diesen Teardrop- oder Square-Top-Anhängern. Und wenn ich dann meinen Frühstückstisch brauche, dann nehme ich dieses einfache Brett und klemme das hier unter. Und schon habe ich den Tisch, den ich auch verschieben kann. An sich simpel, hält auch ausreichend. Aber ich möchte nicht versehentlich dagegen kommen, wenn das Frühstücksbuffet eröffnet ist. Also da wünschte ich mir irgendwie so einen kleinen Pin oder ein Klettband, dass er dann einfach auch nicht verrutschen kann. Aber es ist eben alles sehr simpel gelöst. Hier über mir, das sind nicht etwa Griffe, um hier Frühsport zu treiben, sondern das ist eine Art Spannstruktur, um das Dach auszusteifen. Das alles ist CNC gefräst, wie überhaupt dieser ganze Anhänger. Der ist letztendlich an einem Tag grob zusammengesetzt, weil die Teile alle vorbereitet sind. Dann gibt es vergleichsweise wenig Stauraum. Ich habe einmal ein relativ großes Fach hier hinten, da passen Klamotten rein. Hier oben ist ein weiteres Fach und wenn man da reinschaut, sieht man auch, wie der Hersteller das schafft, diese runde Form bei dem Holz hinzubekommen. Das ist nämlich einfach innen geschlitzt und dann kann man es biegen und schon hat man eine runde Struktur. Die Klappen halten mit Magneten, genauso auch die untere Klappe hier, die auch einfach nur mit einem Magneten fixiert. Hier ist auch wieder Platz für Kleidung und dann gibt es noch ein großes Fach. Die Bodenplatte ist aus Siebdruck, da liegt jetzt einfach nur ein Teppich drüber, den wir schon ordentlich gepfeffert haben hier beim Offroad-Ausflug. Und das, was man hier sieht, das ist nur Optik. Ein entscheidender Unterschied zum Sideway von Maturi ist, dass hier jetzt nicht eine Wand ist und ich an diesen Teil des Trailers nur von außen komme, sondern das ist offen. Und das ist der entscheidende Unterschied, den ich wirklich für wertvoll halte. Ich kann zum Beispiel, wenn es regnet, ganz problemlos auch an meine Küche von innen rankommen. Und gleichzeitig ist der Anhänger eben einen halben Meter länger und ich habe noch die Möglichkeit für das Fenster im Heck. Und das macht es wieder deutlich wohnlicher. Also absoluter Pluspunkt an dieser Stelle für Bruno. Im Gegenschnitt mal der Whitebird von Maturi, da merkt man, es ist deutlich beengter. Ich habe eben nur meine 2,5 Meter in der Länge, dafür 5 cm mehr in der Breite. Sehr feste Polster im Vergleich zu dem Bruno. Und auch hier falte ich mal eben in den Tagmodus um. Das hat hier den Pluspunkt. Zum einen ist das Polster miteinander verbunden, kann auch nicht verrutschen. Zum zweiten gehört hier schon ein 3D-Mesh mit dazu, sprich es ist schön hinterlüftet. Und wenn ich mir jetzt die Lehne noch nach hinten packe und später den Mesh hier noch unterschiebe, dann habe ich wieder viel Platz. Und ich habe ein großes, bequemes Sofa, kann mich hier ausstrecken. Hier an der Rückwand sind die ganzen Stauräume. Die Spaltmaße, das ist irgendwie alles so ein bisschen abweichend voneinander. Hier ist es mal ganz bündig. Hier ragen sie mal fast 8 mm nach draußen. Das ist nicht ganz so schön. Was mich aber vor allen Dingen stört, ist, dass wir sehr viel Gewicht sehr weit oben und hinten haben. Das ist eigentlich für die Fahreigenschaften nicht so angenehm. Aber klar, es funktioniert natürlich auch nicht anders, denn ich brauche ja das Bett unten. Was ein schönes Detail ist, es gibt Zurpunkte hier. Das heißt, wenn ich dann tagsüber doch was vom Auto hier nach hinten reinräumen will, dann kann ich das hier gut angurten und es fliegt mir nicht durch die Gegend. Ansonsten gibt es hier in dem Anhänger nicht viel mehr. Zwei kleine Dometic-Fenster, eine sehr einfache Dachluke und zwei Gepäcknetze. Das muss genügen. Großer Unterschied hier, auch das ist ja Birkensperrholz, aber hier ist es lackiert, während es in Bruno noch unbehandelt ist. Da kann man es entweder so lassen oder es nach Gutdünken selber beschichten. Ja, das Verblüffende ist, obwohl diese Anhänger ja annähernd gleich groß sind,
habe ich im Bruno das Gefühl, da gerne auch drin sitzen zu wollen. Und hier habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich lieber gern draußen bin und hier drin nur zum Schlafen reingehe. Ja, was denn nun? Auf der einen Seite ein stylischer Camper mit guten Ideen bei der Küche, großen Fenstern und viel Licht und Luft, der aber im härteren Offroad-Einsatz an seine Grenzen stößt. Auf der anderen Seite der im Innern eher höhlenartige Wohnwagen, dessen Küche nochmal überdacht werden sollte, der aber im Gelände punktet. Und was hatte Martin da vorhin noch von 20.000 Euro geredet? Der Bruno von Koku kostet tatsächlich in der Grundausstattung knapp 18.000 Euro, dann ist er aber auch nackt. Unser Testanhänger lag schon bei fast 22.000 Euro und auch der Sideway ist mit rund 19.000 Euro kein Schnäppchen. 2 Tage bin ich jetzt unterwegs gewesen mit Bruno und Sideway. Was ist das Fazit? Erstes Fazit, ganz klar, 20.000 Euro ist eine Menge Holz für eine Menge Holz. Diese beiden Holzanhänger sind nicht ganz billig dafür, dass letztendlich nicht viel drin ist. Denn keine Elektrik, keine Beleuchtung, kein Kocher, alles muss ich im Prinzip extra kaufen und muss auch irgendwo den Platz dafür finden. Das betrübt mich ein bisschen. Ich wünschte, dass man für 20.000 Euro wirklich einen reisefertigen Trailer hat. Aber grundsätzlich vom System her ist das super attraktiv. Ich kann das Ding aufpicken, ich kann ihn alleine auch handeln. Beide wiegen weniger als 750 Kilogramm, sprich auch mit Führerschein Klasse B sind sie fahrbar. Die passen auch in die Garage. Dementsprechend ist natürlich auch im Alltag, wenn ich ihn nicht brauche, einfach der Störfaktor gering. Ich kann sie einfach in die Garage stellen und habe mein Alltagsauto. Und wenn ich wieder Lust habe auf ein langes Wochenende oder auf eine Urlaubsreise, dann fahre ich los. Ich kann mit 4 Mann damit schlafen, denn ich kann ja oben aufs Dach auch noch ein Dachzelt draufpacken. Dann brauche ich nur einfach einen großen Geländewagen vorne oder einen Van, wo ich eben das ganze andere Gepäck unterbringen kann. Aber ich glaube, dann ist es super spannend. Nun war jetzt zum Anfang der Gedanke, welcher dieser Trailer schlägt sich denn nun besser? Sie sind ja doch sehr ähnlich. Und ich muss gestehen, beide haben sie ihre Vorteile, ihre Nachteile. Der gemütlichere, der einladendere, der schönere, das ist Bruno. Mit seinen großen Fenstern, mit dem vielen Platz, in das eben die Küche nicht abgeschottet ist, sondern Teil des Wohnraumes, dass ich eben auch von innen rankomme. Das finde ich sehr funktional. Das ist einfach auch sehr einladend, da mit mehreren Leuten drin zu sitzen. Es ist wirklich, wirklich viel Platz in diesem kleinen Hänger. Das gefällt mir sehr gut. Während der Sideway von Maturi einfach das robustere Vehikel ist. Mit seinen Alu-Winkeln, mit seiner Einzelradaufhängung kann ich mit dem einfach ein bisschen härter zu Wege gehen. Ich kann da auch mal einen Ast beiseite schieben. Da muss ich nicht ganz so vorsichtig sein wie bei Bruno, der ja eben einfach nur an den Ecken sein Epoxylaminat hat und keine verstärkten Winkel. Insofern der Schönling, das ist Bruno, in dem fühlt man sich wohl. Und wenn man es im Gelände krachen lassen will, dann ist wahrscheinlich der Maturi-Anhänger die bessere Wahl. Und wir empfehlen euch an dieser Stelle, Kanal abonnieren und keinen Film mehr verpassen. Ach ja, noch einmal der Hinweis, seht euch mal den Vergleich der Teardrop-Trailer an, wenn ihr euch für das Thema Anhänger interessiert.